Ja, moin zusammen. Hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt machen wir unseren ersten Roadtrip mit meinem neuen Tesla Model S Long Range. Wir fahren mit der ganzen Familie heute einen kleinen Sonntagsausflug. Wir fahren nämlich in den Teutoburger Wald. Deutsche Geschichte, deutsches Kulturgut, Hermannsdenkmal. Ja, falls ihr es nicht kennt, werdet ihr es jetzt ja sehen im Roadtrip-Video. Das sind so rund 200 Kilometer eine Strecke von hier aus und wir fahren so ein bisschen Drittelmix Stadt, Landstraße, Autobahn. Und ja, das Tesla Model S soll ja laut WLTP eine Reichweite haben von, haltet euch fest, 652 Kilometer, irgendwie sowas. Ja, hin und zurück sind es dann so 400, vielleicht so 420, wenn wir da noch ein bisschen rumfahren. Und natürlich möchte ich während der Tour nicht laden, also 400 Kilometer hin und zurück, das muss er ja locker schaffen. Wir haben jetzt noch 94% im Akku, also nicht ganz voll, aber trotzdem sollte das ja auf jeden Fall klappen. Ich bin mega gespannt, das wird bestimmt ein super Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, Route ist programmiert. Es ist doch weiter, als ich dachte. Das sind nämlich 195 Kilometer bis zum Hermannsdenkmal und das querfeldein über Bundesstraße. Wir kommen mit 52% an, haben jetzt 94%. Also hin und zurück wird das knapp. Vielleicht müssen wir doch laden. Also 400 Kilometer sollte er aber schaffen. Wahrscheinlich ist diese Berechnung total konservativ. Wir werden das sehen, wenn wir unterwegs sind. Das dauert jetzt so 2,5 Stunden, bis wir da sind. Und ich muss mich immer noch so ein bisschen an diesen Blinker gewöhnen, der ja jetzt am Lenkrad ist. Aber ich bin echt froh, dass ich das runde Lenkrad genommen habe und nicht das Yoke. Also, das kann ich euch laut sagen. Jetzt rechts abbiegen. Guck mal, jetzt habe ich das Lenkrad über Kopf. Und wo muss ich jetzt blinken? Oben oder unten? Ich muss oben blinken, weil das nämlich dann rechts ist, weil das jetzt über Kopf steht. Also, ich weiß nicht, Elon, ob das wirklich so toll ist hier mit diesen Hebeln, die du eingespart hast. Und ich habe auch keine Ultraschallsensoren hier bei diesem Auto. Das nervt jetzt schon tierisch. Also, vorwärts einparken in die Garage, das ist so... Ich meine, ich weiß ja mittlerweile, wie lang das Auto ist. Ich meine, ihr macht das ja schon seit 5 Jahren. Da kann ich das ungefähr abschätzen und kriege das irgendwie hin. Aber in engen Parklücken in der Stadt, ohne vordere Sensoren im Moment... Also, naja, Elon sagt ja, das kommt durch ein Software-Update, demnächst, wahrscheinlich 2 Weeks, ihr kennt das ja vielleicht. Aber solange das noch nicht da ist, dass man zumindest irgendwie mit Tesla Vision so einen Anhaltspunkt hat, ist das echt scheiße, muss ich mal ganz eindeutig sagen. Tesla, das ist scheiße. Ja, die ersten 100 Kilometer knapp sind wir gefahren und was haben wir denn? Ne, 85 Kilometer erst und wir sind bei 15,9 Kilowattstunden, Leute. 15,9 Kilowattstunden. Gut, wir fahren hier Landstraße, also Tempo 100 meistens oder in der im Ort natürlich Tempo 50. Aber es ist wirklich ein sensationeller Verbrauch hier. Und die Geräusche hier, die Geräuschentwicklung im Model S, das ist auch wirklich ziemlich cool. Also man hört hier fast nichts. Ein bisschen Rollgeräusche von den Reifen, null Windgeräusche. Bei Tempo 100 hat man echt nicht das Gefühl, dass man irgendwie Auto fährt. Es ist total leise und das Active Noise Cancelling ist hier noch aus. Das wollte ich jetzt nicht ausprobieren, solange der Hund hier drin ist. Keine Ahnung, wie Myla darauf reagiert, wenn hier künstlicher Antischall produziert wird. Irgendwann probiere ich es nochmal aus und gucke, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt, ob man das wirklich hören kann oder ob das nur Marketing ist. Aber ich kann nur sagen, das Fahren mit dem Model S Long Range macht richtig Spaß und wir sind jetzt bei 79%. Und laut Trip-Prognose kommen wir mit 59% am Hermannsdenkmal an. 100 Kilometer haben wir noch vor uns.
Ja, hier auf den Landstraßen, da hat man natürlich öfter Geschwindigkeitsbegrenzung, also von 100 auf 70 reduziert und so weiter. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass die erstens Schildererkennung hier im Model S, Long Range, super funktioniert auf der Landstraße, auf der Autobahn übrigens auch relativ gut. Und wenn der Autopilot an ist, dann wird die Geschwindigkeit tatsächlich auch automatisch angepasst. Das heißt, bei 70 reduziert er automatisch auf 70 und wenn 70 aufgehoben ist, beschleunigt er wieder auf 100. Also habe ich das letztens noch kritisiert, dass das Tesla nicht kann. Also im Model S Long Range funktioniert es zumindest einwandfrei. So, wir sind angekommen. Was haben wir denn? Wir haben gefahren 196 Kilometer mit einem Durchschnittsverbrauch von 17,3. Sind ja am Ende noch ein bisschen Autobahn gefahren mit Tempo 140. Und wir haben jetzt noch 57% im Akku. Am Anfang wurden irgendwie 52 prognostiziert. Das heißt, da sind wir locker drüber gekommen. Und ja, die Restreichweite wird mir hier natürlich nicht angezeigt, denn ich habe hier leider kein Energy Graph im Model S. Das nervt mich jetzt schon. Das ist ein bisschen schade. Hier, ich zeige euch das mal. Das ist die Ansicht, die ich habe. Fahren oder parken. Aber hier fehlt im Prinzip die Schaltfläche für den Verbrauch und die Reichweite. So wie es früher bei meinem Model S war, wie es auch beim Model Y und beim Model 3 ist. Und hier beim Model S haben wir es irgendwie nicht. Für mich völlig unverständlich. Das würde ich mir wünschen, dass das echt wiederkommt. Weil so hast du halt nur hier eine Reichweitenanzeige in Form von Prozent. Oder du schaltest halt hier bei Display auf Entfernung um, dann steht hier 372 Kilometer. Aber das ist natürlich nur so eine typische Reichweite, die hat nichts mit der Realität zu tun. So, jetzt kriegt erstmal Meiler was zu fressen und da vorne geht es durch den Wald und da irgendwie ist der Hermann, man sieht ihn durch die Bäume ein bisschen leuchten. Ja Leute, wir sind da beim Hermannsdenkmal. Der gute alte Hermann oder auch Arminius, wie wir Römer sagen. Der Gewinner der Varusschlacht. Ja, wer eine Schlacht gewinnt, der kriegt halt ein Denkmal. Der Verlierer hat leider keine bekommen. Die Varusschlacht war ja hier bei Kalkriese im Jahr 9 nach Christus tatsächlich. Ich habe immer gedacht, die wäre viel später. Aber es war im Jahr 9 nach Christus. Und so lange steht das Denkmal natürlich noch nicht. Das wurde angefangen 1838 und wurde 1875 von Kaiser Wilhelm quasi beendet. Wahrscheinlich gab es zwischendurch einen Baustopp, weil das Geld alle gegangen ist. Wer kennt es nicht vom Berliner Flughafen. Auf jeden Fall hat diese Baustelle noch länger gedauert. So, natürlich müssen wir da jetzt rauf, denn das kann man. Ticket kostet übrigens 4 Euro für Erwachsene. Allerdings müssen wir doch jetzt einige Treppen steigen. Da ganz hoch. Hey, wie viele Stufen sind das wohl? Keine Ahnung. Wenn ich runtergehe, zähle ich sie mal. Was ein Ausblick, Leute. So viele Stufen waren es gar nicht, also höchstens 100. Mal der Ausblick hier. Geil. Jetzt gehen wir mal rum. Wir befinden uns hier auf der Seite vom Hermann. Ja, schaut mal hier, der Hermann. Auch von unten sieht er beeindruckend aus und von oben noch besser. Also ich muss zugeben, das ist echt ein geiles Denkmal. Also das soll ja quasi das Wiedererstark der Germanien symbolisieren. Sie wollten dadurch natürlich ein Statement setzen. Und ich denke, das ist ihnen gelungen. Selbst heute, 150 Jahre später, ist man doch noch beeindruckt, wenn man dieses Denkmal sieht. Und die Leistung, das hier aufzubauen, muss man sagen, Hut ab. Auf jeden Fall weht es hier ein bisschen. Ja, ein bisschen. Luca kämpft die ganze Zeit mit seinen Haaren. So, ich würde sagen, jetzt machen wir uns wieder an den Abstieg. Oh, hier ist aber nichts für großer, ne? Oh, runter geht es immer irgendwie leichter. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Keine 100 Stufen. Ja. Weiter! Also Leute, keine 100 Stufen. Ich bin enttäuscht. Es kam mir irgendwie viel mehr vor. Aber was soll's. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ihr kennt das bestimmt. So, schön war es beim Hermannsdenkmal und jetzt fahren wir noch ein Stück weiter zur Ruine Falkenburg. Falsch. Wir sind falsch, ja toll. Ja.
Ja, jetzt fahren wir noch eine Viertelstunde und dann gucken wir mal. Jetzt habe ich wieder mit dem Handballen den Blinker ausgelöst. Siehst du? Das ist so ähnlich wie bei Volkswagen. Ich komme mit dem Handballen auf das Lenkrad, wo diese Blinkertaste ist. Und dann blinke ich, obwohl ich es gar nicht will. Ah, Leute, und wir haben jetzt hier echt sonniges Wetter und ich feiere jetzt hier die Sitzkühlung, muss ich sagen. Das ist richtig cool im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schwitze und der Sitz ist kühl und wird belüftet. Ich hatte sowas ja noch nie im Leben, aber ich möchte das nie wieder missen. In 200 Metern. Ja, so eine Burg hat natürlich die Eigenschaft, mitten auf dem Berg zu sein. Und da kann man natürlich nicht eben mal so hinfahren, weil es eine Burgruine ist. Und hier muss man ein bisschen wandern, bis man da oben ist. Und wir haben jetzt hier eine Abkürzung genommen, die spart uns locker einen Kilometer. Und die geht hier steil den Berg hoch. Oh, Meiler fühlt sich hier in ihrem Element. Die ehemalige Falkenburg steht mit 373 Metern auf einer der höchsten Erhebungen des Teutoburger Waldes. Da sie schon um 1190 als erste Burg der Edelherrschaft Lippe erbaut wurde, wird sie auch die Wiege Lippes genannt. Nach einem Brand im Jahr 1453 wurde die Burg wieder aufgebaut, aber dann verfiel sie schon im 16. Jahrhundert zur Ruine. So, das war ein schöner Auf- und Abstieg. 373 Meter hoch war die Burg, oder? Habt ihr das noch gelesen? Nee, ich nicht. Luca? 373 Meter, stand auf dem Schild. Auf jeden Fall war das so ein schöner Geheimtipp. War auch nicht so überlaufen. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Jetzt haben wir es gleich 5. Wir brauchen noch 2,5 Stunden. Sind 233 Kilometer von hier aus. So, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen und wir sind unterwegs gewesen insgesamt 411 Kilometer, hatten einen Durchschnittsverbrauch von 15,7 Kilowattstunden auf der gesamten Strecke. Insgesamt haben wir 65 Kilowattstunden Strom verbraucht und wir haben jetzt noch 26% Rest im Akku. Das bedeutet, wir haben insgesamt 68% Akku verfahren, weil wir sind ja gestartet mit 94%. Das bedeutet, wir haben 68% für 411 Kilometer verbraucht. Das würde dann bei 100% bedeuten, irgendwas mit 540 bis 550 Kilometer Reichweite. Ja, Leute, 540 Kilometer Reichweite, das ist doch mal eine Ansage. Und das in Real Life im Drittelmix mit Autobahn, Landstraße und Stadtverkehr. Damit kann man doch wirklich arbeiten. Und das Fahren hier mit dem Model S, das macht extrem viel Spaß. Was mir vor allem aufgefallen ist jetzt hier beim ersten Roadtrip, das ist die Ruhe hier im Auto. Viel leiser als mein altes Model S, muss ich echt mal sagen. Ich hatte mal so ein Plaid-Probe gefahren und das hatte 21 Zöller. Da war das links nicht so leise, aber hier mit den 19 Zöllern und diesen Aero-Caps, es ist wirklich erstaunlich, wie ruhig das hier in diesem Auto ist. Und natürlich der Fahrkomfort, auch mit den gekühlten Sitzen und überhaupt die Sitze insgesamt. Also ich finde, das sind somit die besten Sitze, die ich bisher je in einem Auto hatte, weil die wirklich extrem bequem sind. Für mich, für meine Figur, ich bin ja relativ schlank, da ist auch der Seitenhalt sehr gut. Also man fühlt sich hier richtig gut aufgehoben. Die Einstellungsmöglichkeiten sind natürlich extrem. Man kann den Sitz wirklich super gut einstellen. Natürlich ist das Ganze auf das Fahrerprofil abspeicherbar. Also da bleiben echt keine Wünsche offen im Model S und das ist im Prinzip ein super Auto für die Langstrecke. Also hier möchte man eigentlich fast gar nicht wieder aussteigen. Ja, aber genug der Lobhudelei. Es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte und da mache ich noch ein extra Video drüber, was mich jetzt schon an diesem Model S Long Range 2023 nervt. Da gibt es so einiges, wir wollen ja auch mit der Kritik nicht hinterm Berg halten. So ist es ja nicht. Ja, und wenn euch das Video mit unserem ersten Roadtrip gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.